Hallo und herzlich willkommen zu Heat Death Train Simulator. Mit im Hintergrund den guten Holiday. Ach, Alter. Klunkerdrache. Grüßt euch, Leute. Und Speedhorn. Ja, auf geht's. Ja, ich bin im Vordergrund, natürlich Holiday. Und wir spielen ja Halo eigentlich. Du bist das immer im Vordergrund, mein Guter. So, das wir spielen Halo, das ist geil. Ja, guck mal, das sieht aus wie Halo hier. Ja, also ein bisschen zumindest. Also Halo? Habe ich nie gespielt. Du bist so traurig, du bist einfach nur so... Ja, also ohne... raus! Also Halo, irgendein Teil musst du mal gespielt haben. Und ja, wir haben einen Zug, wo wir, wenn wir ein bisschen rumfahren müssen dann looten und müssen den wieder aufbauen. Mein Problem ist jetzt, mir fehlt der Zug. Ich glaube, du musst den selber bauen. Ja, denkst du? Kann ja nicht so schwer sein. Ich glaube, der Simulator besteht darin, dass du den Zug selber baust. Und ein... Ich dachte upgraden, aber bauen... Okay. Das weiß ich nicht. Ich habe es auch nur Simulation gesehen. Es sah in der Vorschau auf Steam sehr interessant aus. War auch gut bewertet. Ne, muss man auch was sagen. Deswegen, ja, probieren wir es einfach. Mal. Ja, kicken wir mal. Laufen wir mal ein Stück rum hier. Akku an. Ja, klar. Normalen Stats halt, ne? Außerdem hat es auch irgendwie was Geiles, so eine winterliche Welt, ne? Muss hier mal wieder essen, Leute, sorry. Winter Wonderland. Ach, guck mal, hier unten. Könnte unsere Docking Station sein. Oh, aus alle. Guck mal, schon die Muskeln. So. Power System. Control Center. Power System, you need to activate power generators and batteries. Then you can turn the power on. You can find all of them inside the Control Center. Okay. Jetzt hast du ein Ziel, Sister. Ah ja, cool. Habitat. All Habitat. Jo, schön, ja. Kann ich rein eigentlich mal angucken? Warte mal, ach, Interact. Ja, jetzt stand es gerade da. Ja, okay. Oh ja, nicht schlecht. Ja, so ein schönes Hüttel. Das ist besser als ein Speedy seine Bude. Das ist aber auch nicht schwer. Naja. Sofa guckt mich böse an. Ich darf nichts mehr Böses sagen. Ah, so schlimm ist bei dir. Zu Recht, es wird Zeit. Flashlight Tee. Aber das ist alles nur Spaß. Wir lappen uns doch immer. Das ist alles gut. Ja, wenn das nicht mal wäre, wäre irgendwas falsch, ja. So, Control Panel. You can interact with some Control Panels to do that. Simply get close to them. Use your mouse. Alles klar. Ja. So, das hatte. Turn on Power Cell. Turn on Power Generator and turn on Power On. Das ran mit dem Strom hier. Ob du das jetzt bräuchtest, sag ich mal so, ist auch so ein Ding, aber... Naja, ne, müssen wir so, mal... dann machen wir erstmal das hier. Zack. Und dann noch die 2. Zack. Yes! You can save the game using body scanner. You will find them inside stations and some of the buildings. Ist aber cool. Ja. So ein Scanner reinlaufen, das ist ziemlich future auf jeden Fall. Body scanner, ja. Das sieht als... Ja, es ist mal future-mäßig. Haben wir so einen Bodyscanner? Machen wir auch gleich mal. Save the game, haben wir gemacht. Find Train. Schick. Cool. Neu. Aber es sieht erstmal gar nicht, also es sieht auch cool aus, finde ich, oder? Also ich finde es jetzt auch optisch nicht schlecht. Eine coole Future-Welt, ja. Also ja, cool gemacht mit diesen. Mit diesen, da kann ich nicht reinschauen. Oder doch. Ja. Mit diesen. Das sieht cool aus, ja. Ich finde, die Designs alles so richtig in Future gemacht. Das ist schon ganz geil. Finde ich cool. Ja. Das hat was Cooles. Use the Biogen to craft energy drinks, food and first aid kits. Ah, cool. Das wäre cool. Ja, kann ich. Ah, doch. Ja, du musst immer auf das Symbol in der Mitte gehen. Naja, das versuche ich schon. Und dann machst du es auf. Oh, nice. Speedy sein Zimmer. Klunker sein Zimmer hier. Was will ich? Wir leben klein nebeneinander und das finde ich nicht okay.
Das, ja, bitte. Mein Zimmer. Habt ihr mal einen Speedy nachts gehört? Das ist nett. Das kann ich, das mein Zimmer, ja. Immer die Schreierei aus der Bude. Das gebe ich mir nicht. Optional kannst du noch das Zimmer haben. Das wäre auch noch zu vergeben. Ja, Problem ist bloß, ich bin alleine. Ja, das ist ja das Problem. Ich weiß halt immer. Ich traue mich ja gar nicht reinzugucken, weil ich weiß dann immer, ne? Red man nicht drüber. Nee, das ist. Ich glaube trotzdem, ich will nochmal hier rein. Ja, da musst du halt, glaube ich, hin. Da ist dann dein Zug. Ja, stimmt, da ist der Zug, ja. So. Moin! This is your train. This is your train right now. It's just a few empty wagons, but you'll be able to build whatever you need on it. Das finde ich irgendwie cool. Geil, dass du deinen eigenen Zug so ein bisschen zusammenbauen kannst. Und es bei Steam sah es also so aus, dass du ja wirklich Feinde bekämpfen musst mit dem Zug. Also so. Musst du, ja. Sah cool aus. The Laundry Source requires find true blueprints tablets to learn building engines. Okay, also wir brauchen Blueprints. Da war schon einer. Ja, ich bin, ja, hat es mich direkt hingezogen. You can charge use small batteries using charger. Okay, also wir können die wieder aufladen. Techscarp. Ein Blueprint haben wir. Engine fine. Hier können wir wieder speichern. Wir nehmen alles mit erstmal. Material. Das natürlich. Ja, aber das muss ich bitte sagen, das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Ich bin auch echt mal gespannt, das zweite Blueprint, ne? Ja. Wie es dann. Ach ja, Craft, guck mal an. Gucken wir mal, was wir craften könnten. Smart Material Screen, Mechanical Parts, Smart Battery. Oh, ach so, warte, du bist auf dem falschen Bildschirm, ja, jetzt wieder. Ja. Wieso? Ich hab. Nee, du bist automatisch da auf dem falschen Bildschirm. Ja, genau. Sobald du aus dem Bildschirm, den du siehst, links rausgehst. Bildmenü ist B. Bist du raus. Okay. Ah, okay. Wall, Corner, Window. Nice. Ich fand das eigentlich ganz hübsch, muss ich sagen. Die Idee. Man muss halt gucken, wie sich es jetzt umsetzen lässt, aber das sah ideentechnisch interessant aus. Es ist mal wieder was völlig anderes. Wir haben einen dritten Blueprint, damit haben wir alle gefunden. Resource Inventory Tab. Okay. Machen wir gleich. So, jetzt können wir Tab drücken, dann sehen wir, was wir alles haben. Wir werden aber natürlich noch die ganze Bude leer looten, ist ja klar, ne? Nehmen wir. Take. Ja, das ist. Nehme ich alles. Ach, Take All wäre da oben gewesen, okay. Build eine Engine. Nice. Okay. Also erstmal ein sozusagen Motor. Dann müssen wir auf B drücken. Power. Oh, Alter, wie geil. Dynamo. Okay, alles klar. Solarpanel. Oh, Defense. Oh, nice. Lokomotive. Möchte ich gern bauen? Oh, ein Knüppel, ey. Scheiße, ich muss selber entscheiden, wo es hinkommt. Naja, ne, das ist klar. Aber war ich jetzt nicht vorbereitet? Ich dachte, das macht's alle. Wo sie die hinbauen? Keine Ahnung, vorne? Irgendwo hin einfach, wo es passt. So. Not enough suit power to print. Ach, deine Suit-Power unten, deine Energie ist alle. Ah, ja, meine Ausdauer, ich sehe es gerade. Füllt die sich auf, warte mal. Ich glaube, die hat bloß abgenommen. Hat die, wenn du gesaved hast, war die da wieder voll? Weiß ich nicht, habe ich nicht beobachtet jetzt. Weil ich habe ja, ich bin viel gesprintet. Ja, probieren wir es nochmal. Nee. Nein. Da vielleicht die Charging Station? Nee. Rechts von dir, also da die nicht, das ist. Nee, ich. Ja, ich will es trotzdem haben. Achso, das Material, ja. Ja, kann ich craften. Nee, ich meine, hier runter und unten hast du eine Batterieladestation. Vielleicht musst du dich da ranhängen. Genau hier das links jetzt. Das war krank. Nee. Naja. Use small battery, okay. Musst du dich selber mit Batterien ausstopfen? War krass, aber das war geil. Ja, kann ja sein, dass du, weil du ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass ich schlafen muss. Tatsächlich, hol es runter und dann rein mit dem Voltblock. rein in der Box. Da kann ja sein, wir sind so eine Art, was weiß ich, Roboter oder keine Ahnung. Gut. Na gut, dann probieren wir mal, ob wir vielleicht schlafen müssen. Boah, cool.
Obwohl mich das wundern würde. Kann ja sein. Obwohl ich es nicht wundern würde, aber es ist möglich, ist alles. Na gut, aber es ist ein Survival-Game, ne? Also. Vielleicht kann man überall schlafen, was hier. Nee, nee. Zum Bett, nee. Was. Hier haben wir noch einen Blueprint, guck mal an. Dynamo, 1 von 3. Ach, guck mal an. Die müssen wir sowieso finden, okay. Na dann. Gucken wir halt mal die Häuser durch. Bin auf die falsche Seite lang gelaufen, ich weiß. Scheißegal, Leute. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und wir müssen irgendwas essen. Ja, jetzt sind wir wieder hier, wo wir schon waren. Und mal sehen, ob ich jetzt schlafen kann. Zimmer sehen cool aus, gefällt mir. Nee. Schade. Ah, hier haben wir noch was. Ah, okay. Also gut, also gibt es da überall noch was zu finden, also müsste man eh erstmal ein bisschen durchgucken. Das habe ich jetzt gar nicht so beachtet. Auf dem Tisch war auf alle Fälle noch irgendwas im Eisammeln gerade. Ja. Mhm. Hier, okay, habe ich nicht gesehen. Jetzt haben wir eine Small Battery. Das könnte schon sein, ne? Ich kann mir vorstellen, du musst dich selber laden. Das wäre jetzt nicht so abwegig. In so einer Sci-Fi-Welt. Was ja interessant wäre, weil dadurch wäre das Spielprinzip so, dass du nicht immer alles gleich bauen kannst, sondern wirklich auch noch gehen kannst, wie deine Energielevel ist. Da war noch ein Blueprint hinter dir. Ja. Muss ich erst dran gewöhnen. Ich will hier raus. Ah ne, wir haben noch ein Lager. Das ist das Storage. Okay, aber ist eigentlich ganz gut, weil so finden wir erstmal generell ein bisschen Material. Deshalb, ja. Das hätte es wahrscheinlich sowieso gebraucht, ja. Deshalb. Kann man was drücken? Nee. Interessant, also interessantes Spielprinzip. Muss ich echt sagen. Finde ich ja. Ist mal was ganz Neues. Nächste Small Battery. Ja, das war sich so selber, Snarf. Ja, jetzt wo ich es gefunden habe, denke ich es auch, ja. Aber wie gesagt, trotzdem mal ein bisschen rumgucken. Sieht auch cool aus, ja. Hat auf jeden Fall was. Also ich. Ein Survival-Game, was so auf dieses Future-mäßige getrimmt, also völlig auf diese ja, Future-Sache getrimmt ist, kenne ich ja auch noch nicht. Da look, wir alle. Look ist witzig, auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich lockt, klar. Hier ist noch was. Geht da schon ein bisschen, war echt schlecht. Guck mal hoch nochmal. Die Treppen. Wer macht ja keine Geländer an? Auch in der Zukunft ist das gefährlich, Leute. Da ist wieder ein Blueprint, habe ich schon gesehen. Guck mal, erstmal hier, nee. Zack. Ja, siehst du, hast du die schon. Dynamo unlocked. Aber da steht ja irgendwas mit Save Game minus 100 irgendwas. Stadion Power. Ah ja, Save Game. Ja. Okay, da muss man aufpassen. Also, das kannst du nicht so cool. Unendlich speichern. Naja, das ist aber schon. Oh, hier. Nice. Das ist schon schwer, verlierst dann auch. Das ist eine Ladung sozusagen. Mhm. Gut, dann wäre es aber dann wär's tatsächlich sinnvoll, dass man sich aufladen muss, ne? Das wird da bestimmt so sein. Okay, mein Taschenlampe geht nicht mehr, also ich sehe zumindest nichts. Naja, gut. So, hier waren wir drin. Hier drüben ist die Station. Hier waren wir drin. Das Habitat, ja. Oder Habitat. Waren wir hier schon oben? Oh Gott. Wow, er macht sowas. Okay, mit der Maustaste musst du das climben. Achso, dann bist du automatisch gleich oben, okay. Oh Gott, das ist. Boah, da musst du echt nochmal rüber und gleich climben. So, gibt's hier vielleicht irgendwas? Nee, schade. Ja, moin! Ach, könnt ihr wieder rüber climben? Nee, kann ich nicht. Dann ist das so. Ah, doch nicht, was. Siehst du? T. Deine Inventarkapazität ist voll. Ach, auch das noch. Ah! Tot. Und tot. Ich bin ein Roboter. Ich kann nicht sterben. Nee, wo wollte ich jetzt hin? Du bist eine Maschine, mein Junge. Ich bin eine Maschine, ja. Maschine. Na, es wird schon mit den Batterien irgendwas zu tun haben.
Ja, den müssen wir jetzt aufladen. Das war ja mal interessant. So, lad mal auf das Ding. Use small battery required, use small battery required. Ja, das ist okay. Aber jetzt musst du dich irgendwie. Ja. Small Tech. Unten, da use. Ja, genau. Okay. Respekt, krass. Okay, dann bauen wir jetzt mal eine Engine. Jawohl. Ah, und da siehst du auch 20 Strom zum Beispiel. Okay, ja, okay, uha. Jetzt. Nun need Angel Control Panels. Okay. Das, okay. Aber das wow. Ist, irgendwie ist es cool. Ist cool, ja. Also schwierig, ja, da erstmal reinzukommen. Wenn da wirklich noch kämpfen musst. Hier kann man jetzt craften. Nee, das ist der Fabrikator. Da kannst du deine. Ja, das hat immer. Ach nee, hier. Lock Engine, genau. Ne, du hast zwei Crafting Panels. Das kann sein, dass eine da für Fabrication, Fabrication ist. Ah ne, sind alle beide doch gleichzeitig. Oder ist es der komische Klotz, der dort war? Na, brauchen wir eigentlich ein paar Engine Screen, oder? Wenn es draußen stand. Craft Screen Screen am Fabrikator. Genau. Ja. Ah, jetzt sieht er, siehst du das? Jetzt hat er die Batterie reingelegt. Ja. Alles klar. Okay. Also du musst am Fabrikator jetzt eine Engine, einen Screen craften. Bin ich am Engine hier. Ja, und da, ja, genau. Und da siehst du hier, dass du einen Screen brauchst. Und den kannst du am Fabrikator machen. Ja. Ja, sollte, war ich doch richtig. Ja, ne, ich dachte, es wäre unterschiedlich, aber ne. Ach, guck an, es hat er. Okay. Hat er eine Zeit. Okay. Nice. Boah, das wird interessant, also. Ja, du baust halt hier keine Basis, sondern deinen Zug auf, ne? Ja. Kann ich den drehen? Blazed Rotate. Ich weiß bloß nicht. Ah ja, genau, der Pfeil, genau. Zack, da ist er. Ja, moin. Und los. Alter, war wirklich los. Build Power Screen. Brauchen wir doch einen Screen? Lass mal gucken, wie eine meine Batterie ist. Mhm, du bist da schon wieder ja, low. Du bist da schon wieder low. Gut. Ist aber, finde ich, ein cooles Konzept irgendwie. Ja, interessant halt einfach, ne? Es ist mal. Mhm. Smart Material brauchen wir jetzt. Hm. Ist das Smart Material oder ist das Material? Ja, ist aber Store. Also ist der Storage. Hm. Kannst du Smart Material vielleicht fabrikaten? Ja, oben. Ganz oben. Ja, ist es da. Ja. Okay. Voilà, ach, das sind abgedreht. Ach, das sind diese Dreiecksdinger. Okay. Crazy, Baby. Ja, ich finde das wieder relativ cool. Dann kommt es nicht an auf den Kanal. Das ist. Immer. Ja, leider ist es meistens so. Für mich, die guten Simulatoren sind die, die weltweit nicht gut ankommen. Die, wo ich sage, Gottes Willen, das sind die irgendwie, warum auch immer, die total an Begeisterung steigen. Reise habe ich missgemacht. Naja. Hä? Ach,
Reicht noch nicht, okay. Was reicht noch nicht? Braucht zwei und Engine Comp. Ach nee, warte mal. Nee, du sollst einen Power Screen. Genau, du sollst einen Power Screen bauen. Ach, baue ich noch Smart Material. Noch eins, okay. Jetzt bist du wieder auf einem anderen Bildschirm. Naja, warte, ich drück nicht. So. Gut, aber wenn man jetzt einmal weiß, was das Konzept ist, worauf sie aus sind, was ihre Gedanken sind. Ja, das muss man erstmal kapieren, ne? Dann geht's meistens. Dann finde ich es eigentlich eine ganz coole Sache. Jetzt kann man den bauen. So, stellen wir den hier daneben, würde ich sagen. Oder gegenüber, Speedy, was sagst du? Ich würde gegenüberstellen. Okay. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, bitte schön sein, um alles, ne? So. So, walls, windows and ceilings. Walls, windows and ceilings keep you warm. Build them, your train, you survive the storms. Okay, das ist klar. Gut, da haben wir jetzt hier unsere Kommandozentrale. Dann können wir jetzt mit B das bauen. Aber ich will trotzdem nochmal Others gucken. Ah, Bodyscanner gibt es auch für den Zug quasi, dass man das im Zug macht. Macht ja auch Sinn, ne? Eine Chest gibt's, cool. Outdoor Light. Oh, nice. Indoor Light. Ja, gibt's ganz cooles Zeug, ne? Cooles Ding, gefällt mir. Das ist ein Spiel, was mir gefallen könnte. So, ihr entscheidet jetzt, was bauen wir hier? Ja, ne, ich baue. Boah, Welle ringsrum, ganz klar. Und du brauchst ein Window zum rausgucken, wo du bist. Aber ein schönes Window. Vorne bauen wir ein Window hin, ne? Not enough structure. Ne, not connected to the structure. Ja, Alter. Ach so, du kannst. Doch, dir geht's. Ach so, hier hab ich zu wenig Platz gelassen, wahrscheinlich. Ah, das ist jetzt. Ja, okay, das könnte vielleicht, ja. Vielleicht, oder du musst drehen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil der Pfeil nach außen zeigt. Ja. Das ist echt so gemacht. Okay, krass. Dann machen wir. Hallo? Not enough power. Ach man, okay. Da musst du echt erst nochmal wieder gucken. Das ist natürlich, so. Das natürlich, wenn du bauen musst, kann das auch nerven, weil du halt dann nicht ewig nicht vorankommst, ne? Ja. Dann machen wir hier ein Fenster hin, würde ich sagen. Du musst ja bloß gucken, wie breit es ist. Hm. Window Corner, okay. Wollen wir gucken mal. Train, you're gonna your no train engine now. Customize your train to your liking and discover new parts as you explore the frozen world. Naja, jo. Das ist schön, dass ihr so weit seid. Wir sind es noch lange nicht. Nee. So, da haben wir hier ein Fenster. Dann würde ich auch gerne vorne das Fenster hinsetzen, natürlich. Lass mal was sehen. Oder das wäre hinten oder vorne, je nachdem, ja. Ja, das ist wahrscheinlich. Aber ich habe so die dumme Befürchtung, ich habe die falsche Seite gebaut. Das ist aber scheißegal. Ob du nur hinten oder vorne fängst, ist ja Wurst. Muss ich aber erst warten. Ich habe keine Engine mehr. Ja, aber ich kann ja hier nach draus fahren. Ja, nee, ist doch egal. Du bekennst doch dann vorne mehr, ist doch wurscht. Wo die Engine sitzt, ist doch im Endeffekt egal. Dann werden wir hier eine Wand bauen, weil wir ja nicht wissen, ob wir vorne rausgucken können. Was? Ah, not enough material. Ja, wahrscheinlich. Was brauchen wir da wieder? Wir brauchen Boxen, Material normal. Cool. Gut. Das sieht doch auch noch ein Bildschirm, ja. Ach, oder sie wollen halt wirklich, weil du jetzt nicht mal genug Material hast und du hast nicht Kaske Material bauen, ja. Dass du jetzt wirklich raus sollst. Ja. Mache ich ja gleich. Ich würde bloß nochmal die Batterie auf, die ist gleich fertig. Und die würde ich aber nochmal abwarten. Ja, du kannst dich ja schon mal voll machen, genau. Dass wir wirklich voll haben, genau.
Noch eine Ladung auf. Und dann, aber oh, guck mal, unsere Stärke unten geht auch runter und die füllt sich auch nicht mehr auf. War das? Sah cool gemacht, das Detail links, diese grüne Leiste von dem Batteriecharger, wo du siehst, wie weit es schon ist. Ist ja, ja. Coole Idee. Kleine Details, aber die machen manchmal das Kraut fett. Ja, sowas fetzt aber, weil in dem Spiel gehört es dazu und da brauchst du sowas auch, ne? Und das Ding brauchen wir auf jeden Fall im Zug. Definitiv, ne? Batteriecharger. Aber ich bin mal gespannt. Ist eine coole Idee. Also ich finde die Idee echt interessant. Mega. Ich finde, also mir gefällt es auch gut. Jetzt haben wir lange gewartet, dann haben wir aber schon wieder die Hälfte verloren. Machen wir trotzdem los. So. Ah ja, okay. Ja, jetzt musst du wieder auch machen, ja. Und dann hast du Pfeile auf dem Ding. Oh Gott! Ja. Ja, ist halt die Frage, muss ich hier raus? Aber es sieht so aus, ja, weil die Tür geht ja, nicht auf. Die Tür ist, du hast ja vorne die Tür aufgemacht. Ja, mach mal auf, ja. Aus, ja. Cool. Los geht's! Kann man auch wieder Zeit zurückfahren. So, warte mal. Ja. Scrapper ist ja. Okay. Ich könnte sein, dass da Ressourcen drin sind. Ja, das wollte ich gerade gucken. Ah ja, cool. Ah ja, hier siehst du. Material haben wir jetzt hier. Boah, Alter. 19 Mal Material. Da kannst du aber noch ein paar. Ich glaube, unser Bild ausstatten, ja. Storage, also ein Warenhaus. Nice. Aha, schön. Cool, dass hier ein Haufen Kisten rum, aber du kannst noch einsammeln, was auf die Kisten. Ah ja, okay. Und nochmal Material. Jetzt bist du. Jetzt sind wir hier leer. Jetzt können wir erstmal aufbauen und dann nochmal die zwei Materialien holen. So, dann machen wir hier eine Wand hin, würde ich sagen. Machen wir das gleiche hier. Na, wenn es einrastet. Na. So. Dann würde ich B ein Fenster hier bauen. Und dann gucken wir auf B mal, was es noch gibt. Es gibt einen Flur. Selling Edge. Oh, du kannst sogar noch zwei Etagen bauen. Mhm. Und eine Tür. Cool, nice. Ist halt die Frage, bauen wir jetzt, wie schlimm ist die Kälte jetzt, ne? Das werden wir sehen. Wir können ja nur so weit bauen, wie wir Material haben. Ja. Das haben wir nicht, Mann. Ach so, meine Power ist alle, ja. Ja. Das ist halt, na gut, das ist jetzt das Problem, ne? Aber Material kann ich trotzdem nochmal mitnehmen, weil die wir müssen noch wegkriegen. Genau. Jetzt können wir nochmal schnell zurücklaufen. Batterie aufladen. Okay, das ist was. Können wir denn so einen Battery Charger schon bauen? Defense wird es nicht sein. Sieht aber ist ja so cool. Light Cannon. Nee, war es nicht dabei. Bei Power. Dynamo ist Manual Power Generator for Train. Auch cool. Das ist gut. Solar Panel ist auch nicht schlecht. Das könnte ja aber alles sein, ne? Power Generator. Ja, for Train. Ja. Könnte sein, ja. Eine Möglichkeit. Möglichkeit. Brauchen wir mechanische Parts, die haben wir noch gar nicht. Und Smart Material könnten wir jetzt craften. Wenn wir jetzt einmal hier sind, machen wir das auch. Andere Seite. Ich wollte bloß nochmal gucken, ob ich was vergessen habe vielleicht. Oder ob wieder was drin ist. Nee. Aber krass, dass die Truhen da bleiben. Ja gut, das weiß ich nicht. Das ist halt trotz alledem, ne? So. Ich muss ja trotzdem was warten. Aber guck mal, der HP oben und ich denke mal unten ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Das stand ganz am Anfang da, aber das ja. Waren jetzt zu viele Infos. Too much information. Kann man da drauf gehen? Warte mal. Nee, ach Mist. Da lock the name. Ja gut. Ja, das ist halt die Scheiß, wenn du auf Elektroautos setzt, Leute. Ihr seht's hier, ja? Ja, müsst ihr warten. Dauert. Obwohl, ich sag mal, wenn bei einem Elektroauto 50 Sekunden lang und das wär's voll, wäre das vollkommen in Ordnung, ne? Ja. Das wäre schön, aber das werden wir nicht erleben. Nicht die Realität. Naja, gut. Jetzt. Vielleicht nächstes Mal aufladen. Dann gehen wir hier ran. Vorher drücken wir Tab, dann drücken wir Usen. Dann machen wir das und wir brauchen Small Material. Und, Mechanic Parts gibt's. Ah, aber dafür brauchen wir Smart Material. Klar, okay. Ah, das auch. Du kannst ein. Also, na, du craften jetzt eins, dann müssen wir warten, ne? Na, du hast halt daneben noch einen Fabricator. Du könntest zwei gleichzeitig betreiben. Nee, kann ich nicht, weil ich kann während das, wenn ich jetzt drücke, kann ich nicht weggehen. Du hast doch oben ein X, geht es nicht? Hm, werden wir gleich sehen. Ah, doch, geht, okay. Ich habe gedacht, das bricht ab. Okay. Gut. Das ist 3D-Drucker, ne? Wenn man das mal von außen sieht, wie cool. Ja, ja, ja. Oh. Das ist eine übelst coole Idee. Also, mega cool Idee. Haben sie richtig cool umgesetzt, muss ich sagen. Wir wollten jetzt bei Power gucken. Und wir brauchen davon 2 und davon 2. Das wird, muss ich nochmal das hinkriegen. So, wir haben eins davon. Dann machen wir hier nochmal Smart Material. Machen hier nochmal Smart Material. Ach, so geil gemacht. Kannst du also, mal kannst du mittlerweile mal deine Batterie unten holen und die nächste reintun, die du gebraucht hast. Machen wir keinen Stress jetzt, ja. Ja, du musst jetzt, du musst ja bitte die Zeit ja sinnvoll nutzen. Das ist nur Befehle, merkt ihr das, Leute? Da kriegst du auch nur Befehle vom Boss, ja. Ja, ist nichts mit rumstehen. Ne? Echt hat er, ja. Nee. Arbeiten rumsteht ist nicht, ja. Das kann gar nicht leiden, du. Da musst du schon ein bisschen liefern. So, das haben wir. Das haben wir auch. Jetzt machen wir hier noch mal ein mechanisches Teil. Und müssten jetzt hier noch einen Smart, genau. Und jetzt theoretisch müsste es reichen. Kriegen wir es noch 1-1, das müsste reichen, ja. So, ist das schon wieder voll? Nee. 60 Sekunden, ja. Nee, du hast doch keine drinne. Ich hab da gedrückt. Okay, naja. Gut. Get it. Und get it. Nice. Sagen wir das? Mal sehen. Achso, jetzt muss er erst zum Zug laufen. Machen wir gleich. Gucken wir erstmal, warten wir erstmal schnell, bis das fertig ist. Und gucken aber in der Zwischenzeit mal, könnten wir das jetzt bauen? Ja, jetzt reicht's. Okay. Das wäre natürlich cool, wenn das unter Batterien aufläuft. Aber das muss ja eigentlich auch fast funktionieren, weil ansonsten muss ja jetzt mal zurückfahren. Oder zumindest bräuchte das ja irgendwie. Also das brauchst du ja essentiell hier. Ja, ne? es kann halt auch sein, dass du erst, also ja, essentiell, ja. Aber dass du halt wirklich erst ein Stück fahren musst, sozusagen. Und dann kommt irgendwann wieder eine Station, wo du sagst, okay, da geht's halt weiter sozusagen. Ja, okay, oder das. Oder du findest eine neue Station, das stimmt, ja. Das kann auch sein. Aber cool, also mir, danke Flutter, das ist wieder mal ein cooles Spiel. Also wieder. Finde ich wirklich eine absolut innovative Idee und ja was ganz anderes, ne? Also wir haben ja schon viele Crafting-Games gespielt, aber das ist wieder mal was Spezielles, muss ich echt sagen. Ich fand es auf die Bilder schön lustig. Das sah gut aus online, ja. Aber das heißt ja immer nichts, ne? Da wissen Sie ja selber. Wir haben vorhin erst ein Spiel versucht zu spielen, Online-Koop, geht an sich, ja. Aber, ja, grausig as fuck. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gucken wir mal, ob wir das bauen können. Das wäre cool, wenn das jetzt natürlich zu unserem gewollten Dings führt. Warte mal, R ist drehen. Jetzt sehe ich nichts. Wo ist der Pfeil? Gibt's keinen. Okay. Drücken wir es einfach mal so. Train Power ist voll. Okay. Ja, es kann sein, dass es doch bloß zum Zug ist, ne? Möglich. Ich hab gedrückt den Pfeil eigentlich. Jetzt.
Passiert unten bei uns was? Nee. You got no train power. Ach so. Ah. Ist es vielleicht Geschwindigkeit oder irgendwie sowas? Mm. Nee, ich glaube schon, dass du die Batterie wieder aufladen kannst, aber. Halt nur der Train Power. Können wir doch mal gucken, du hast ja also 400 und. Wo 60 knapp. Wo steht 460? Wo steht das? Auf dem Display gegenüber. Ah ja, hier, hast recht. Ja. Power. Ah ja, 444, genau. Strom and. Guck an. Storm is forming the temperature will drop significant during storms. It's better to be indoor. Also you can check the forecast inside the control center main. Ah. Scheiße. Wir haben natürlich nicht zugebaut. Ja, ging ja gar nicht. Ja, doch, ich hatte noch genug Material. Ich hätte nur noch meine Batterie wieder aufladen müssen. Ah, du hast recht, dann ist wieder eine Station. Ah, cool, ey. Richtig cool. Die Frage, also was ich mir jetzt stelle, ist tatsächlich, aber das hat sich jetzt eigentlich schon noch übrig. Ich dachte ja, dass du aus dem Zug raus kannst und looten und musst dann damit bauen. Aber offensichtlich musst du von Station zu Station fahren. Ja, looten und bauen. Das ist dann Material, ne? Es ist ja, aber Grunde in der Station. Ich dachte, ja. Halt, na gut, das wär's. Aber ich dachte, ich kann jetzt hier looten, weißt du, wie ich meine? Ist aber eigentlich schöner so, und dass du vielleicht zwischendrin dann irgendwann Feinde hast, die dich angreifen und so ein bisschen deinen Zug verteidigen musst von Station zu Station. Ist eigentlich fast schöner. Ja, das stimmt, das ist richtig, aber es macht natürlich auch lang, also es ist halt, also wenn du jetzt raus könntest und könntest jetzt hier looten, wäre es halt schon cooler, finde ich, weil du einfach, ich will mal ganz kurz stoppen, Leute. Am besten rausspringen und der Zug fährt uns nirgendwo. Ich weiß auch nicht, ich habe ja gerade keinen Bock, Scheiße zu bauen. Ist selten bei mir, aber ich finde es ganz cool. Aber ich wollte mir das mal angucken, das sieht cool aus. Vielleicht so ein Eismeer. Schon nicht schlecht. Aber ist halt auch wirklich am Arsch der Welt, ne? Mhm. Und unser Arm, was auch immer das ist, Leute, es tut mir leid, strange, ich habe keine Ahnung. Ist halt völlig am Poppes. Wir müssen jetzt echt mal wahrscheinlich zur nächsten Station fahren. Ich denke, das ist schon auch so gewollt. Ne, da muss ich echt dran zoomen, okay. Na gut, dann los geht's. Tut. Inventory kann man auf Tab drücken. Build Mode B und Scrap. Was ist ein V? Crap. Was ist Scrap? Your stamina level is now. You will start losing health when your stamina reaches zero. You can eat or drink to gain stamina. Okay, Stamina ist es also. Aber wir haben ja nichts. Ne, du konntest in der. Na, du. In der Basis stand irgendwo, dass du Energy trinkst und so. Das sind wir dran vorbeigelaufen. Aber die wird es hier sicherlich auch wieder geben. Das ist aber mein Problem, Leute. Ich kann aufnehmen. Ich mach's auch unglaublich gerne. Aber da übersehe ich unglaublich viel. Das ist. Deshalb bin ich immer heilfroh, wenn jemand dabei ist. Weil ich das geschnitten habe immer, das ist furchtbar. Ja, wir sind gleich da, vielleicht haben wir Glück und finden dort noch was. Also ist das Stamina da oben, ja, okay, wäre logisch, ne? Hm, hier wird es schon irgendwas geben. Turnen wir mal auf. Gefällt mir aber jetzt schon besser. Ja, ist klar. Als der andere Simulator mit dem Zug. Ja, leicht. Guck mal, kann man wieder speichern? Hier haben wir wieder ein bisschen was. Tech Scrap. Nice. Bauplan. Speichern tun wir nicht, weil wir keine Ausdauer haben. Erstmal aber irgendwas finden. Material. Um uns eventuell zu restoren. Restoraten. Das ist Wurst, glaube ich, oder? Ich glaube, das Ding ist es. Das ja? Ah ja, hast recht. Shadow Breeze. Energy Drink. Okay, krass. Muss da mal gehen. Brauchst du auch wieder die Matte. Obwohl, hier hast du einen Fabricator. Vielleicht. Nee. Nee. Alvars, nee. Okay, dann müssen wir das finden. Das ist also einfach eine Ressource, die wir finden müssen. Oh Gott. Oh Leute, wollen wir das überleben? Nein! Krass.
Nicht drum. Aber cool, interessante Atmosphäre. Weiß nicht, wenn du es komplett allein spielst, wie es dann ist, weil du bist echt ein bisschen verloren. Also ist fast schon ein bisschen trauriges Spiel hier. Da ist ja wirklich nichts. Turn wir on auf jeden Fall alles. Müssen wir sowieso machen. Ich hab's nichts mehr. Nee, nee, es war zwei, was du noch zum Ei sammeln. Also Emil hat so aus, als wenn du dir was einsammeln könntest. Oder bin ich total blöd? Genau. Zwei gefunden. Gut, ja. Station. Oh, hoffentlich wird morgen was zu fressen, sonst wird es dunkel. Naja, ne, man kennt es ja eh nicht ändern. Boah, ich bin echt. Echt völlig down. Naja, so ist das. Im Sibirischen nirgendwo. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, läuft. Not enough station power. Hm. Ja, guck an, hier hast du doch schon. Kannst du gleich essen. Super. Hab ich? Oh, nice. Na, top. Oh, cool. Das ist cool. Aber auch hart, ne? Auch sehr hart, das Spiel. First Aid Kit. Ja. Brauche ich nicht. Weil ich hab ja noch voll Energie. Ich kann auch meine Taschenlampe nicht mehr einschalten, weil ich keine Batterie mehr habe. Genau, das wird das Problem sein. Aber das ist auch krass gemacht, dass du selbst deine Taschenlampe nicht anmachen kannst, weil deine Batterie am Arsch ist, ne? Ja. Oh, open, ja. Guck mal an. Oh, Icicle Ammo. 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 Das ist schon mal gut, wenn wir jetzt schon mal Ammo finden. Der Briefscher. Bischelor gehört auch dazu. Mir gefallen auch die Häuser irgendwie. Ich mag das. Ich finde das. Erinnert mich auch ein bisschen an Dragon Ball, oder? Mich erinnert das so unfassbar an so Moon Stations. Ja, aber warte, bei Dragon Ball. Ah, war es beim. Wie hieß dieser weiße Gegner? Oder beim Buu? Gab es da auch solche Häuser irgendwie, sich abgetreten? Ja, ist auch egal. Dragon Ball, nie so angeguckt. Ja, ist klar. Nee, machen wir connecten. Das haben wir Turn on. Haben wir Turn on. Da fehlt noch. Ah, hier, warte mal, hier ist noch einer. Nee, das haben wir eingeloadet. Das geht nicht. Okay, also fehlt irgendwo noch ein Schalter, den wir anmachen müssen, um die Station mit Energie zu versorgen. Ja, das vorne ist ja. Häusel noch. Und du hast noch den komischen Roboter-Kollege dort vorne, da auch vielleicht noch was gibt. Außerdem, die Pflanzen hier kannst du einsammeln, die jetzt links stehen. Das ist nämlich das Shadow Priest. Das ist Shadow Priest. Ah, okay, cool. Ja, ich sage ja, Leute, es tut mir leid, aber ich bin einfach allein. Es ist traurig, aber. Ich übersehe da manchmal so viel. Es ist wirklich furchtbar. Ach, du heilige Mutter. Ja. Warte mal, hier leuchtet irgendwas. Ja, nehme ich. Das haben wir noch ein bisschen. Ja, bringt ohne Taschenlampe nichts. Gucken wir hier nochmal rein, aber da gab es, glaube ich, auch. Hier gibt es Shadow Breeze. Also können wir uns auf jeden Fall Energy Drinks schon mal craften. Also müssen wir aufpassen, wenn wir vielleicht außerhalb der Basis blaue Pflanzen sehen, möchten wir die mitnehmen. Jetzt sind wir voll wieder. Das heißt, wir können unseren Zug schon mal verbessern. Ein bisschen zumindest, wenn wir denn jemals wieder... Ja, entweder müssen wir vorne, entweder... Ah, jetzt ist er... Ah ne, oder ist jetzt einfach hell? Ah ne. Wo ist denn jetzt der Roboter hin? Da ist fortgeflogen gerade. Okay. Abgehauen, der Kumpel. Mensch, macht kein Mist hier. Kommt wieder ran, ja. Nein. Ich vergesse mal, dass es schon auf ist. Das bringt aber an, weil du hast keine Energie. Aber wir keinen Strom haben, ja. Wir müssen nochmal in die eine Bude, wo du gerade warst. Ich glaube, du hast dort nicht on, sondern off-Stellung. Gut. Dann müssen wir aber halt mal lesen. Genau, turn on. Aber ich hab doch Turm an. Jetzt ist. Ja, genau. So. Also war schon. Batterie offline. Ah. So. Okay. Connect to Network, genau. So. Und jetzt. Ach so. Hey, da war ja alles schon an. Du hast es ausgestellt und dann nochmal. Also, ist egal. Okay. Kann sein, Leute. Meine Fresse, ist der Horde dumm. Junge, ja. Du bist manchmal zu schnell. Nicht dumm. Deshalb wollen die Leute aber das Spiel, damit sie sich lustig machen. Das ist ja Vorführen, weißt du, wie dumm da alles ist, du. Mein Gott. Aber bei der. Ich bin einmal rangegangen und hab
einmal gedrückt. Die Aufnahme ist ja dann raus, du kannst das nochmal angucken dann. Und ich dachte, es wäre alles off, aber muss man wahrscheinlich erstmal lesen. Das kann auch sein, manche Stationen sind schon im Betrieb quasi. Und ich habe es jetzt einfach ausgeschaltet, die ganze Hütte. Möglich. Ich hab's. Blöde es konnte halt nicht so schnell lesen, weil du hast halt sehr schnell gedrückt. Ja, rucki zucki geht das ja. Ich best mit lesen, deswegen sind wir dabei. Genau. Das ist nicht meins. Ich bin ja der Macher. Ne? Ich mach's einfach, renn dann 20 Kilometer zurück, weil ich merke, scheiße, jetzt mal gelesen. Der Klunker sagt immer, der Arne, das ist halt, das ist so ein Ding, ne? Naja. Aber manchmal ist auch Lesen so also nervig, weil du dann einfach den ganzen Schnulli durchliest und da denkst du so, ach ja, das ist... So, da muss man jetzt aufpassen, dass wir das Falsche drücken, usen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Energy. Die Station ist Energy und jetzt können wir uns auch ein Energy Drink machen. So ist es. Oder vielleicht sogar vier, brauchen wir aber auch Material dafür. Material haben wir aber eigentlich. Außerdem sei es 60 Sekunden. Ja. Habe ich nicht Haufen Platz eingesammelt? Haben die so viel gebraucht? War eh, ach okay, ne, kann nur kommen. Vier Stück, ja. Das müsste aber reichen wieder. Ja, interessantes Ding. Da drüben sind auch noch ein paar Pflanzen. Wenn sie links, jetzt bitte rechts. Nee, das ist links, rechts. Jetzt stopp! Davon. Ja, sieh es. Ich habe gerade was anderes gesehen, deshalb war ich abgelenkt. Hier oben. Da ist noch was. Ja. Also hat sich auch deine Frage eigentlich beantwortet. Du kannst auch abseits ein bisschen looten zumindest. Naja, gut, aber halt in der trotzdem noch auf der Station. Ja. Dann gehen wir ja hoch, weil hier kommen wir mit dem Zug gar nicht hoch. Leute, da gehen wir mal hin. Vorfall. Also interessant, du hast... Lawine. Wo stand das doch? Nein. Ich wär bloß jetzt witzig gewesen. Nee, ich war nicht lustig. Ich weiß nicht, was daran lustig ist. Schon ein bisschen. Nee, überhaupt nicht. Ich hätte gefeuert. Jetzt hat er solche Pisser. So, machen wir auf die Bude. Na, siehst du. Cool, aber auch cool. Bodyscanner unlocked. Ja, jetzt haben wir einen Bodyscanner. Jetzt können wir schon mal speichern. Wenn wir das wollen würden. Was natürlich wieder Energie kostet, Leute. Na, müsst ihr natürlich wissen. Aber cool gemacht. Also echt cool gemacht. Du hast halt deine drei Plattformen, die du wirklich komplett selbst bebauen kannst. Ich dachte echt, das wär anders gemacht. Jetzt können wir auch unsere Taschenlampe wieder benutzen. Ist mega interessant, auf jeden Fall, ja. Ah ja, okay, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Okay, da kann man das ja auch nicht mal mitnehmen. Logischerweise. Nee. Doch, eins können wir noch mitnehmen. Ja, da musst du auch drauf aufpassen, dass du die Taschenlampe. Ja. Da kannst du ja jetzt hier, wenn du das Material hier oben noch hast, kannst du ja jetzt noch die restlichen Wände ranpflanzen. Genau, genau. Und eine Tür ranbauen. Da ist der Roboter. Ja. Kollege, komm her. Cool gemacht. Ich will gar nicht so viel rennen, weil ich glaube, irgendwas verbraucht das, glaube ich. Deine Stamina. Ja, ich. Ich renne gerade. Naja, es geht ein bisschen rum. Ja, hast recht. Okay, cool. Bauen wir uns hier ein kleines Häuschen drum. Ja, klar. Die Frage ist halt, aber ich würde es halt komplett auf. Also, ne? Klar. So weit wie du kannst halt, ne? Versuchen wir es mal. Ja. So, R. Baumenü ist noch ein bisschen crazy. Das ist halt das Problem. Du musst ja was sehen. Halt hier noch ein Fenster bauen, hier ein Dings, so. Na komm. Naja. Natürlich. Das ist jetzt mitten im Zug? Ja. Was ist mitten im Zug? Die Wand. Na gut, ich habe eigentlich richtig gedrückt, also. Ich konnte jetzt aber doch. Warte mal, V. Genau. Also mit V, Leute, könnt ihr es wegbauen. Das mag ich immer sehr. Jetzt hast du keine Energie mehr. Ja. Oh, das ist ein Graus. Das, ja. Ist okay, aber weiß noch nicht, ob mich das dann nervt. Wenn du bist ja mal jetzt einmal über den Aufbauen und dann. Use mal die Battery. Ja, du kannst eigentlich davon ausgehen, ungefähr 3 oder 4 Wände kannst du setzen. Dann ist eigentlich die eine Ladung Small Battery weg. Ja.
So. Dann setzen wir noch eine Wand. Setzen wir noch ein Fenster. Kostet uns ja alles gleiche. Geht nicht mehr. Da hast du Schiene drin. Hab ich schon eins? Ja, meine Falle. Da habe ich schon einen. Nein! Da war ich ja zu schnell. Aber schön, das finde ich cool, dass man es wegbauen kann und dann auch sein Zeug wieder kriegt. Ist ja auch in vielen Spielen nicht so. So. Ist aber mit diesen, ja, manchmal mit der Grafik ein bisschen schwierig, sag mal. Nice. Aber ich, passt jetzt hier noch eine, passt jetzt echt noch was hin? Ja, passt noch genau eine Wand hin, ja. Ja. Not enough. Energy. Das und aber ich glaube auch Material ist alle. Gucken wir gleich mal nach. Also gut, wenn du natürlich jetzt hier bleibst und jetzt hier baust. Ist es egal. Dann geht's, weil du mal hinherlaufen kannst, das geht. Wir brauchen auf jeden Fall dann noch eine Tür. Wir haben zwei Wegen, ne? Bloß. In Klammern. Das sind zurzeit zwei, ja. Das wirst du bestimmt da irgendwann noch weiter. Du kannst ja doppelsteckig bauen im Endeffekt, also. Ja, das finde ich auch richtig geil. Und auch, dass es Flur gibt, solche Kleinigkeiten machen wir jetzt dadurch nicht, das ist ja Quatsch jetzt, aber. Guck mal, das können wir auch mal machen. Könnt ihr jetzt so ein Window bauen? Hab ich jetzt. Ich hab doch um die Ecke gedrückt, oder? Ach nee. Corner Window, genau. Was ist da jetzt? Das ist einfach nur. Achso, das ist. Corner Window ist einfach eine Rundung sozusagen in der Ecke. Das würde ja jetzt hier nicht gehen, oder? Ja, doch. Dann krieg ich aber keine Wand mehr dazwischen. Das ist eine Frage. Probieren wir es mal. Leute, mal probieren es mal aus. Krieg ich. Nee. Wenn ich es drehe. Achso. Na gut, das ist ja dumm. Ach, das ist eine okay. Innen. Ach so, das ist einfach. Ja. Okay. Jetzt hast du kein Material da. Nein. Ich komme. Station, ich komme. Ich hole dir das Material jetzt ab, ja. Aber ihr seht schon, hier aber wirklich was vorangeht, jetzt wirklich, da ist eine Stunde weg. Ne? Ja, da ist nichts mit. Mal kurz antesten, ja, schön und gut, System verstanden, aber viel passieren aber ist halt einfach da nicht. Dafür ist die Zeit nicht genug. Ja, aber muss man dazu sagen, also bei einem Simulator, warte, oh. Nice. Hat eine Batterie gefunden. Die habe ich vorhin übersehen. Wer bei einem Simulator erwartet, dass man eine halbe Stunde hier was zeigen kann, das ist unrealistisch. Das geht einfach nicht. Weil die sind so gemacht, dass du erstmal anfangen, bis da was losgeht. Das dauert halt. Du müsstest jetzt das Offscreen spielen und dann aufnehmen, wenn du so weit bist. Alles andere macht eigentlich. Na, das ist halt so ein Simulator, Leute. Das wirst du selber. Oder Theorie. Ja, gut, es kommt halt immer theoretisch drauf an. Ne? Man kann ja sowas auch zeigen, den Fortschritt. Weil der Fortschritt ist ja eigentlich ja, das was. Genau. Aber das meine ich ja, deshalb sage ich, wer sowas erwartet, da. Ja, da muss halt selber spielen. Aber macht ja keinen Sinn, jetzt Test anzufangen und dann zu sagen, so, wir haben jetzt hier 3 Stunden gespielt. So und so sieht's aus, ne? Ne, das ist richtig. Das ist vollkommen richtig so. So, ich habe noch einen Energy Drink gemacht. Den hast du bloß noch nicht abgeholt. Ach, ich bin da. Leute, was. Gibt's noch Fragen? Nee. Man kommt hier manchmal richtig dumm vor. Ich finde aber, das ist auch ein Unterschied. Also mir geht es ja ähnlich. Also wenn ich jetzt nur zugucke, ist das was ganz anderes, als wenn ich selber die Steuerung übernehme, selber craften muss und daneben noch ein Gespräch führen und an alles mögliche denken. Ja, das ist auch mein Problem. Das ist ein Unterschied. Das kann man nicht vergleichen. Das, genauso auch mit dem Let's Play. Man sieht bei anderen Sachen einfach, wenn du nur zuguckst, siehst du immer mehr, weil du dich halt drauf konzentrieren kannst. Stimmt, ich habe das jetzt zum Beispiel nicht geschnitten. Braucht aber Material. Ah, einen machen wir noch. Einen brauchen wir schon noch. Das ist halt das Problem, ne? Das habe ich ja bei Forsaken Isle, wie gesagt, dass es, ja, dass du einfach da quatscht und guckst und machst und versuchst und aber dann übersiehst du einfach was. Das ist einfach so, ne? Wenn du jetzt selber spielst, ohne aufzunehmen, das ist was ganz anderes, Leute. Kannst du nicht vergleichen, ne? Deshalb nehmt zwar bitte nicht übel, aber das ist halt einfach so. Aber dafür haben wir die anderen zwei Kollegen, Gott sei Dank.
Ich glaube, müsst ihr mit aufpassen. Deshalb spiele ich meist Simulatoren auch lieber, wenn ihr mit dabei seid. Ah, was sieht da war noch welche? Und guck mal, in dem Raum ist jetzt auch dein Roboterkollege. Hoch zu. Ah ja. Boah, das sieht ja krank aus. Da kann ich nichts machen. Achso, da lädt das sich das ist ja seine Aufladestation, ja. Ja, cool. Und da fliegt dann einfach rum. Aber auch cool, wie das Eis ringsrum ums Display geht. Also ich muss echt sagen, es ist vielleicht jetzt nicht das optisch beste Spiel. Das kann man jetzt nicht sagen. Aber es ist eine coole Idee. Es ist eine echt verdammt coole Idee. Also ich find's geil. Vor allem, dass du halt den Zug auch doppeltauschig bauen kannst. Und auch wenn es ein bisschen dauert, aber das... Und ich mag's ja immer sehr, wenn du ein bisschen, Pass auf, du stirbst gleich. Wieso? Ja, weil du im Schneesturm bist. Oh ja, ja, ich versuch zurückzurennen. Gut, dass du gesagt hast. Boah, das war knapp. Wenn du... Oh, da ist auch gleich alles weg, ne? Mhm, krass. Das ging ruckig vorgehen. Krass, okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Besser für Foto verloren. Use. Ja. Jetzt muss tatsächlich der Energy Drink erstmal abholen dann. Ja, nachts. Es scheint wohl so zu sein, dass der Tag-Nacht-Wechsel so ist. Deine Energie. Du musst zum Energy Drink. Dein Leben geht sausend nach unten. Ja, ja. Dass nachts sozusagen immer der Schneesturm ist und tagsüber ist halt schöneres Wetter. Ja, 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 sehr gut. Das war knapp. Das war verdammt knapp, Alter. Leider kann ich jetzt ja keinen. Ich kann keinen Heiltrank machen. Da hatte ich nur ein Medikit. Obwohl, das hast du doch noch im Inventar, oder? Nee, das habe ich ja gerade benutzt. Hast du das schon benutzt? Ich habe halt unglaublich viel Energie verloren. Aber ich habe natürlich jetzt nicht gecheckt, dass ich halt erst meine Energie auffüllen müssen. Also, es ist schon hart. Also, es ist... Ohne, dass bis jetzt ein Gegner kommt, ohne, dass du Feindkontakt hast, ist es schon eins der hartesten Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe. Ne? Weil alleine diese Umstände hier... Aber cool ist halt, dass du immer die Station hast, kannst du reingehen, musst halt erstmal warten, es ist halt so. Aber das was ist halt ich komisch finde, ist, dass du nicht schlafen kannst. Also das finde ich ein bisschen komisch. Ich könnte jetzt speichern, aus meiner Energie wieder weg. Ja, das ist, ich finde es halt gerade irgendwie witzig, dass du dieses Ressourcenmanagement betreiben musst. Dass du halt wirklich sagen musst, okay, so und so viel Energie habe ich. Was mache ich jetzt wirklich damit? Was ist jetzt wichtig? Was brauche ich in dem Moment? Ja, und nicht einfach sagst, ich baue jetzt drauf los wie Wonny, sondern nee, was ist dir wirklich relevant? Und das ist der Ur-Kontext von Survival Games. Ne? Na genau. Du sollst überleben. Und das in einer harten Umgebung. Und wie viele postapokalyptische Spiele hast du, wo das überhaupt keine Rolle spielt? Also klar musst du ab und zu mal was fressen, was trinken, aber das ist kein Vergleich, ne? Aber hier ist es tatsächlich, haben sie definitiv das Spielprinzip komplett getroffen, ne? Also du musst ja echt aufpassen. Du bist ja relativ schnell am Arsch, ja. Ohne dass du, wie gesagt, Gegner hast. Nachts musst du drin bleiben. Da hast du gar keine. Der gute Keule kostet ja zwischendrin halt immer diese Energy Drinks machen und Zeug craften, was du brauchst. Ja, aber musst ja trotzdem hier sein. Genau, du kommst halt nicht raus. Ja. Das ist ja immer noch Schneesturm, ne? Ist immer noch Nacht. Mhm. Mach ich mal bauen. Man hört's auch, ne? Also, es ist ja dieser Blas, also dieser. Ne? Winterblase. Blasgeräusch. Ja. Aber was ich halt komisch finde, ist halt wirklich, dass du, wie gesagt, dass du nicht schlafen kannst. Das ist echt verrückt. Und was mich auch interessieren würde, wie sieht dein Charakter aus? Bist du wirklich ein Mesh, also ein Roboter, oder bist du ein Mensch? Das sieht man ja nicht, das wird auch nicht gesagt oder gezeigt. Na gut, da müsste... Wenn du Batterien aufladen musst, ist es ja relativ wahrscheinlich, dass du irgendeine mechanische... Du hast halt ein Suit an, auf jeden Fall. Also, das kann ein Mensch in einem Suit sein, aber... Man könnte ja die Datenlogs auch durchlesen, ne? Vielleicht wäre da schon auch was drin gestanden. Master Chief. Kann man jetzt nochmal gucken. Hier nicht. Keycode is right below and don't forget it, okay? Ah, 5011. Ah, da habe ich jetzt natürlich nicht geguckt, ob wir das hätten gebraucht. Ja, wie wir es ja vorhin gesagt haben, lesen, ne? Ja, das ist, manchmal macht es auch Sinn, ne?
Jetzt ist der Schneesturm vorbei. Sonne geht auf, herrlich. Oder zumindest ist die Sonne da, ja. Ah ja. Ja. Weil der Punkt ist jetzt, Schneesturm okay, aber was passiert jetzt, wenn Schneesturm kommt? Weil ich habe ja kein Dach drauf. Ne, ich glaube, du brauchst ein Dach. Also das muss komplett eingezogen sein. Na genau, das denke ich nämlich auch. Das denke ich auch. So, wir bauen trotzdem nochmal das hier, weil... Wenn ich jetzt hier... Ach ne, warte mal. Achso, ne, warte, das war... Ja, okay, ja. Und dann bauen wir nochmal B. Weil das müssen wir auf jeden Fall zubauen, so oder so. Obwohl ich das... Ich finde das... Ach, das geht jetzt nicht mehr. Ich weiß ja. Was? Gibt es ja halbe Wände? Nee. Gibt es doch eine Wall Corner? Ja, Wall Corner halt, aber. Ja. Kann man das irgendwie anschließen? Nee. Nee. Also die Ecken. Na, die Ecken, das ist komisch gemacht. Oder du musst erst, wie du es jetzt hast, und also. Du hast ja hier drüben die Wand gesetzt und da die Wand, und wenn du jetzt die Ecke reinsetzt, also dass wirklich erst die zwei Wände sein müssen und als letztes setzt man die Ecke. Nee. Geht nicht mehr, weil das nicht mal akzeptiert. Ach so, warte mal, könnte ich es machen. Ja, so kann ich es machen, ja, aber ich kann jetzt... Das kann ich halt machen, so. Und auf der anderen Seite genauso. Ich kann jetzt hier noch eine Wand reinsetzen. Und kann dann die Ecke machen, oder ich mach's halt so. Ja, pff, ja. Müsste aber Platz sein. Entscheiden Sie sich jetzt. Probier einfach. Keine Ahnung. Ja, probieren, das geht ja, Peters. Ah ja, okay. Boah, meine HP ist echt am Ort, ne? Scheiße, dass ich bloß eh Medikit hab. Das wird hart, also ob wir da überhaupt zur nächsten Station kommen. Speedy, so an. Bitte. Wie mach ich's? Ich baue jetzt hier eine Wand hin. Jetzt entscheide, ob wir diese Window Corner und die jetzt so ransetzen. Oder so. Du, würde ich lassen. Also so machen. Ja. Gut. Aber geht ja schon immer. Ach so, hier geht er. Ach, weil ich irgendwas habe ich falsch gebaut. Ja, das könnte aber auch mit der Tür zusammenhängen, dass die Tür genaues Maß hat und du hast ja die Tür als erstes gesetzt auf der Ecke. Also beim Interessanten ist, guck mal das an, das ist weiß, ne? Ja. Warum ist das Stahl? Vielleicht war das anderes Zeug. Vielleicht ist das eine andere Wand, die du gesetzt hast. Nee, ich habe doch bloß zwei. Ich habe ja nur die. Hier kommt ja nur Boden. Keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Bin ich überfragt. Oh, okay. Ah, hier steht's übrigens auch. Lies mal unten bitte. Warte mal. Not enough suit. Ja, 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 das habe ich. Das habe ich mir gekriegt, genau. Genau, also haben wir auf jeden Fall ein Suit an. Okay, dann kann es sein, dass wir trotzdem Mensch sind. Boah, das ist schon. Man sollte sich halt nicht so viel Zeit lassen, weil die Energie im Suit weggeht. Man sollte halt einfach dann die Zeit nutzen. Ich würde die Tür wegreißen, würde einfach die Ecken richtig machen und die Tür als letztes setzen. Also jetzt hier noch eine Wand hin? Ja. Weil ich glaube, die Tür ist einfach, dass es ein gewisses Maß hat, und wenn du das nicht hast, geht's einfach nicht. Das heißt, die Ecken richtig setzen. Nee, die Ecken weiß ich gar nicht alles gesagt, wie das ist. Aber ich hätte halt jetzt einfach probiert, die Tür anzusetzen. Genau, eine Wand rein, eine Türreihe, fertig. Damit du auch schon das Grundgerüst hast. Ja, ja, ist recht. Wo du wieder keine Energie hast. Na, vielleicht reicht's noch? Nee. Natürlich reicht's nicht mehr. Och, mal eine Tür willst du setzen.
Ja, das ist ja dann auch halt wichtig, dass man dann größere Batteries bekommt, ne, mit mehr Charge-Volumen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vor allem, theoretisch wäre es halt sinnvoller gewesen, Leute. Ich weiß, dass man den Zug jetzt vorne hingebaut hätte, ne? Also die Keine Window bauen, nein, keine Window bauen, sondern eine Tür bauen. Oh. Ah, ja. Schaut gleich auf mit Spielen. Bist durch für heute, ja. Ich mag's. Schaut voll, ja. So, jetzt haben wir's aber. Meine Fresse. Aber wie würden wir jetzt zum Beispiel hier ein Dach drauf kriegen? Flur, würde das gehen? Ja, okay, das ist ganz klassisch. Okay. Ja, nicht genug Energie. Meine Fresse, ey. Weil, wie gesagt, ohne Dach nutzt es ja da wieder nichts, ne? Ist richtig. Wir sind da übrigens jetzt bei einer Stunde 5 Minuten. Krass. Ja gut, dann lade ich jetzt nochmal die Batterie auf und dann fahren wir einfach los und dann sehen wir, wenn ich abkratze, kratze ich ab. Das dauert jetzt zu lange. Gucken wir mal zur nächsten Station, wenn wir das schaffen, und der Rest ist dann egal. Also ihr solltet auf jeden Fall die zweite, machen wir sinnloserweise die Tür zu, den Dings auf der zweiten Tür stellen. Auf der zweiten Waggon. Weil hier findet man eh nichts mehr, hier haben wir jetzt alles gelootet. Aber wie gesagt, theoretisch ist es. Aber cool ist es. Mit die Ecken und so, weiß ich halt auch nicht. Es kann ja sein, dass die Ecken und Kanten. Man müsste sich da halt mit mehr beschäftigen, aber. Ich glaube, dass du hier außen, weil es ist ja viel, also hier hast du ja die Rundung. Ja. Wenn du die jetzt genau hier ransetzt, könnte das funktionieren. Oder es ist aber so gemacht, dass du halt diesen Bereich jetzt, weil du hast ja jetzt hier Platz. Den Nochmal kannst du nochmal abtrennen. Ja, das kann auch sein. Genau, mit Rundungen. Aber ich finde es alleine schon cool mit der Tür. Also ich finde es cool irgendwie. Das ist eine coole Idee, echt. Ich finde es echt nicht schlecht. Aber braucht der Zug jetzt tatsächlich Energie? Also sehe ich das irgendwo? Da, ja. Du bist jetzt Was bei gibt's hier 400 eigentlich? irgendwas. 400, ich konnte es nicht lesen. Mal werden vorne noch ein bisschen was zu tun. Vor allen Dingen Train, vor allen Dingen Train Power plus 19. Das heißt, theoretisch. Hier steht auch noch irgendwas. Turn Outdoor Lights on. Ja. So, aber ja nicht. Kommen wir ja nicht mehr, haben wir keine. Ja, plus 11. Das könnte aber wirklich auch die Geschwindigkeit sein, ja. 380. 776. Ah, 70, 380. Ja, es kann schon sein, dass das irgendwie, dass du das wieder auflädst. Oh, was ist das hier? Sieht aus wie ein Feld. Oh. Oh. Turn off, Baby! Ah, rein da, los jetzt! Mit Schwung! Ja, reinfahren! Klar! Du musst reinfahren, Speedy? Gut. Reinfahren! Leute, wir probieren's! Da guckt lieber gar nicht hin! Ja! Nee, Power! Geht gar nicht! Bleib ich zurück! Okay. Ja, und los, ja, macht die Straße auf, ja, bist du bescheuert oder was? Under Lockdown. Under Lockdown. Das ist mir scheißegal. Also ich kann durchlaufen, aber ich kann nicht. Durchfahren. Lockdown. Ja. Interessant. Könnte natürlich sein, dass du jetzt wieder in die Station musst. In der Station gibt es wieder eine Sicherung. Mit der Sicherung machst du Lockdown weg. Ich will gerade sagen, das wirst du auch freischalten müssen. Oder es ist Ende der Demo tatsächlich, dass das jetzt, also, dass du halt nicht weiterfahren kannst jetzt, ne? Auch das ist. Na, guck mal kurz. Mal gucken, mal ganz kurz, das gucken wir uns noch an, wenn es noch Zeit ist. Ja. Wir haben auch schon was Rotes. Ja, meine Energie ist wieder voll am. Ah. Leute, was habe ich nicht gemacht? Ich bin so dämlich, bin ich. Ich habe die Batterie nicht mitgenommen. Naja, gut, das ist jetzt ein Goal. Klar. Ach doch, ich hab's. Ach doch, nee, klar, ich hab's ja rausgenommen und hab's aufgeladen. Ah ja, und wieder Eis-Ammo. Obwohl das eigentlich viel zu viel Gewicht kostet, was wir jetzt eigentlich im Moment zumindest noch nicht brauchen. Oh, nice. Noch eine Batterie? Ah, Gott sei Dank. Aber trotzdem, es ist nicht es ist rar gesät, ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir schon mal eine Batterie gleich gekriegt. Nicht schlecht. So, jetzt gucken wir noch mal schnell.
da drüben rein, was nicht geht, okay. Im Schnee läuft er langsamer, der Kollege. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel auf Anhieb keine blauen Pflanzen. Doch, hier vorne, okay. Da sind sie. Zack. Open the door, please. Beschlor. Ja, neues Keycode. 6718. Aha, aha. Okay, 6718. Oh, was Neues? Mhm. Weapon Chip. Jo, nice. Aber das ist halt ziemlich cool. Du, von Station zu Station bekommst du halt dann Items, die du so nett hast. Ah, ja, guck mal, super. Und dann damit cool, kannst du halt, was weiß ich, die ersten Waffen bauen. Dann kannst du damit das erste das bauen. Also es ist schon so gemacht, dass du Stück für Stück von Station zu Station die Items kriegst, wo du auch einen Fortschritt dann irgendwann hast einfach. Ja, aber da bin ich wieder, da ist es cool, weil du bist halt gebunden, sage ich mal so, an diese Station halt auch. Da frage ich mich dann aber wieder, wie lange macht das Spaß, weil es ist halt so, du bist halt gebunden, ne? Du bist halt nicht frei. Also du bist schon ein bisschen angewiesen halt da, dass die Stationen kommen, dass du dadurch jetzt ja Essen kriegst und so, ist geil. Ah ja, guck mal. Jetzt haben wir schon die nächste Batterie. Wir könnten jetzt, das kann man nämlich, eigentlich kann man jetzt schon mehr Batterien aufladen. Müssten halt nur warten, ne? Aber wie gesagt, du bist halt nicht frei, ne? Also du kannst nicht frei. Oh Gott, die ist aber gut. Wie gesagt, das ist halt eine Frage, ne? Also mir gefällt es ja, wenn das so ein bisschen strukturierter ist, als wenn du auf eine Welt geschissen wirst und dann wird gesagt, ja, pff, mach halt. Ja, das ist richtig, aber. Ich finde es schön, aber ich kann ja verstehen, dass es der eine oder andere nicht gut findet. Mir würde das jetzt besser gefallen als vieles andere. Weil es halt einfach so strukturiert ist. Also einfach, du weißt ganz genau, du fährst von Station zu Station, du bekommst neues Zeug, kannst damit neues Zeug machen. Aber es ist eine Geschmacksfrage. No. Du hast noch keine Station Power. Ist ja noch dunkel. Oh. Aber abseits davon sind wir jetzt fast bei 1 Stunde 15 Minuten. Ja, ja. Warte mal. Hat hier jemand gut gemacht? Nö. 6718. Irgendwas mit einer 6 oder 7 oder 1 oder 8. Nice. Ah, ist das so. Ja, hier ist dann. Okay, also musstest du was auch noch machen. Genau. Ist ja eigentlich aber alles an. Jetzt nee, ist ja wieder so wie vor. Nee, also du ach nee, no power. Und dort steht ja connect to jetzt, genau. Und turn on, genau. Ja, okay. So, aber grundlegend muss ich echt sagen, also ich fand das Spiel ganz cool. Also mir hat's gefallen. Das war mal eine witzige Sache. Auf jeden Fall, ich glaube es auch noch. Ja. Aber eine gute Pause, finde ich. Das ist halt auch so ein Ding, das musst du mal erst abwarten, ne? Durch genau zum Falschen reingelaufen, scheiße. Also, wenn wir jetzt unsere Batterien schnell aufladen können, komm schon, Baby. Nee, also auf jeden Fall ein cooles Spiel, hat mir Spaß gemacht, eine sehr coole Innovation, also sehr coole innovative Idee. Wie gesagt, wieder wenn ihr Keys habt, Leute, weil das noch nie geklappt hat, aber ist egal. Dann gerne her damit. Das ist mal ein echt cooles Prinzip, mal eine echt coole Sache. Kann man nicht mal nehmen, aber genug. Und macht Spaß. Also ist ein cooles Ding. Es ist halt einfach eine coole Idee, ne? Also, coole Idee, coole Umsetzung. Es läuft soweit auch. Was auch schon mal bei Simulatoren viel wert ist. Es sieht cool aus. Es fühlt sich cool an. Die Umgebung ist mal was Neues. Also roundabout. Auf dem geile Sache. Macht auf jeden Fall Laune. Also solltet ihr euch mal runterladen bei Steam. Vielleicht kommt ihr ein Stück weiter als wir. Wir sind noch ein bisschen aufnahmegebunden, weil es einfach zu YouTube, für YouTube dann zu groß wird. Aber es macht Bock. Also es ist cool gemacht, dass du auch deine Batterien aufladen musst. Wie gesagt, weil ja für alle, die jetzt wie ich jetzt gern schnell bauen wollen, da ist natürlich scheiße, weil du bist halt immer gebunden an deine Energie, ne? Aber das entschleunigt es auch so ein bisschen, finde ich. Also es ist einfach mal ein komplett anderes Prinzip. Geiles Ding. Daumen hoch. Ne? So nämlich mit Kusshand, wie man so schön sagt. Jo. So, tschüss mit dir. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.